Das ist eine spielerische Partizipation im öffentlichen Raum, den man hier sieht. Spielerische Partizipation bietet den Vorteil, dass du Lust hast. Du bist eigentlich gewundrig und willst schauen, wieso liegen jetzt da die Würfel umeinander und was kann ich da machen. Und erst über das Machen kommst du vielleicht ins Gespräch, auch dann über jetzt Themen, die das Tiefbauamt hat, wie den Stadtraum und die Mobilität, die dann sehr viel abstrakter sind. Na, das ist doch mal eine Aufgabe. Also er tut sich jetzt aus den Sitzmöglichkeiten, aus den Holzsitz, tut er sich den Sitz so gestaltet, dass er gerne drin hockt und gerne drin Zeit verbringen will. Also wir sind mit diesem Postenlauf an 5 unterschiedlichen Orten in der Stadt. Und diese Orte haben wir so ein bisschen ausgewählt nach unterschiedlichen Kriterien. Was sind das für Stadträume? Aber auch, dass wir mal in unterschiedlichen Quartieren sind, dass wir mal an einem Platz sind, an einer Straße und so weiter. Jetzt bei dem Posten konkret ist es eben der Fall, dass die Leute einfach selbst mitmachen können und dass sie direkt Dinge austesten können und dass wir eben nicht einfach nur darüber sprechen, was hättet ihr gerne oder was bräuchtet ihr, sondern dass wir konkret zusammen im Raum sind, in einem Raum, den die Leute kennen, vor Ort, und das gemeinsam austesten. Ja, und wenn du sagst unsicher, ist das wegen dem Verhalten der Autofahrer oder wegen der Infrastruktur? Ja, man hat aber das Gefühl, man hat keinen Platz. Also, ja. Das Mobilitätsspielfeld, da geht es darum, wie wir uns eigentlich bewegen in Zürich, also welche Mobilitätsformen wir nutzen und auch warum. Und dort kann der eigene Mobilitätsweg erspielt werden. Mitsprache, Mitwirkung wird immer ein wichtiges Thema. Und mit dem ganzen Projekt wollen wir eigentlich mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommen über Stadtraum und Mobilität. Und die Resultate, die wir hier zusammentragen, sollen einfließen in unsere zukünftige Arbeit, dass wir das möglichst gut können, an diesen Ansprüchen entlang ausrichten. Der öffentliche Raum ist so mit viel Verbot und Reglement belegt. Und man getraut sich nicht mehr so, sich anzueignen. Und jetzt hier wird man aufgefordert, neue Formen zu finden, wie man sich draußen aufhalten kann. Das finde ich toll. Also ich finde es sehr wertvoll, dass man so herausfinden kann, wo das den Schuh drückt. Aber auch so ein bisschen auf einer Meta-Ebene. Wenn die Leute merken, dass etwas geht und dass man einem zulässt, dann erhöht es auch die politische Partizipation im Allgemeinen. Jetzt, das Projekt hat ja mehrere Bausteine, aber die spielerische Partizipation ist sicher das experimentellste. Und da bin ich auch am meisten darauf gespannt, was haben wir da davon am Schluss für Resultate und was können wir nachher weitergeben in andere Projekte.